Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach so ein Armor Stand erstellen könnt. In der Beschreibung findet ihr einen Link. Darauf geht ihr und gelangt zu dieser Seite. Auf der linken Seite siehst du einen Armor Stand und den kannst du so betrachten, wie du willst. Auf der rechten Seite kannst du verschiedene Einstellungen vornehmen. Du kannst den Armor Stand unsichtbar machen. Kannst ihn auch unverletzbar machen. Falls du da einen Haken machst, kannst du den Armor Stand nur im Creative-Modus abbauen. Hier könnt ihr die Basisplatte ausmachen und hier könnt ihr die Schwerkraft deaktivieren. Mit dem nächsten könnt ihr Arme aktivieren und deaktivieren. Und das Maul könnt ihr je größer auswählen. Hier könnt ihr den Armor Stand drehen und der wird auch so spawnen, wie ihr ihn gedreht habt. Bei den Reglern könnt ihr den Armor Stand so aussehen lassen, wie ihr wollt. Rüstung könnt ihr den Armor Stand auch natürlich geben. Dabei könnt ihr den Namen oder die ID des Items nehmen. Ihr könnt auch gleich den Kopf eines bestimmten Spielers nehmen, indem ihr einfach den Spielernamen hinschreibt. Bei Image URL kannst du ein Bild auf den Kopf des Armor Stands spawnen lassen, indem du einfach den Link des Bildes da einfügst. Unter Lock Slot Interaction können Spieler ihre Rüstung nicht mehr ablegen. Wir können zum Beispiel sagen, dass ihr bestimmte Rüstungsgegenstände entfernen, ersetzen oder platzieren möchtet. Sobald du alles hast, kopierst du diesen Befehl und fügst den in einen Command-Block ein. Da brauchst du nur noch die Koordinaten einzugeben. Warum der Armor Stand seine Arme bewegt, erklärt sich glaube ich schon selber. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt und euch hat das Video gefallen. Dann bis zum nächsten Video. Ciao.